Es waren gewisse Spieler bei den Sichtungen dabei. Ich denke mal, der Einzige, der dann jetzt halt da Fuß gefangen hat, ist Sam Schreck, der in der U16, glaube ich, jetzt schon 6 oder 7 Länderspiele gemacht hat. Und die anderen Spieler, die beim Lehrgängen waren, denke ich mal, dass das in den letzten Jahren sehr konstant war. Ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren noch wir die Quote erhöhen, dass da vielleicht noch mehr Spieler dahin kommen und dann vielleicht auch mehr Spieler sich jetzt wie Sam Schreck auch mal festspielen und auch irgendwann mal vielleicht 4, 5, 6 Spiele, Länderspiele nachweisen können. Das wird man immer wieder mal erleben, dass man einen talentierten Spieler verliert. Haben wir vor 2 Jahren auch gemacht mit Alex Laukert, der zurückgekommen ist. Ja, wir haben in dem Fall alles probiert, alles versucht, den Spieler hier zu halten mit allen Mitteln. Ich denke persönlich, verurteile halt diese Vereine, die dann 13-Jährige aus einem Leistungszentrum, das mit 3 Sternen zertifiziert wurde, rausholen und denen ein Wunder versprechen. Und ob die Geschichte gut geht, ich glaube es nicht. Die Geschichte wird, denke ich mal, aus meiner Sicht genauso enden wie mit Alex Laukert, weil ein 13-jähriges Kind, ich spreche absolut von Kindern, einfach nicht in der Lage ist, in so ein Internat ist für mich so ein Haifischbecken mit unheimlich vielen Spielern aus allen Altersstufen. Ich glaube nicht, dass der Spieler da zurechtfinden wird. Wir merken, dass wir einfach uns verbessern, besser werden. Das zeigt auch die Tabellensituation in den Ligen. Das größte Ereignis war, das habe ich schon mal gesagt, dass 3 U19-Spieler einen Lizenzspielervertrag unterschrieben haben. Und ich denke mal, das ist der Weg für den Verein, den wir gehen müssen oder sollten, mit eigenen jungen Spielern oben in der Lizenzspielermannschaft. Uns als Verein lebensnotwendig, aus meiner Sicht, weil aus dieser Mannschaft sind auch schon einige Spieler produziert worden, die auch schon bei der ersten Mannschaft spielen, wie Dennis Daube oder Jan-Philipp Kaller. Und ich denke mal, das ist für uns sehr wichtig, diese Zwischenstation zu haben, in der Regionalliga Männerfußball sich nochmal zu entwickeln. Ja, diese Minuten werden sie auch kriegen, die sollen sie auch haben. Ja, aber ich denke mal, zu der Ausbildung, damit sie irgendwann mal richtig stabil sind, gehört auch erstmal die U23 da zu spielen, in der Regionalliga Erfahrung zu sammeln. Und kann ja sein, ich hoffe das, dass es vielleicht einer von den dreien das direkt schafft. Ne? Aber da sollte man, denke ich mal, geduldig sein, warten und den Spielern einfach langsam aufbauen. Ja, der Wunsch ist, wir sind hier, um Spieler zu sichten und Spieler zu produzieren für die erste Mannschaft. Und der Wunsch ist klar, ich bin jetzt seit im Sommer dann 8 Jahre wieder da. Und ich glaube, dass für uns, für alle, der größte Wunsch ist, natürlich irgendwann mal, sagen wir mal, in 2, 3 Jahren unheimlich viele Spieler in der ersten Mannschaft spielen zu sehen am Millerntor. Das würde dann halt unsere Arbeit bestätigen und wir würden uns alle riesig freuen und motiviert sein für die nächste Aufgabe.